Wir haben die Aufgabe, die Gesamtinteressen der Wirtschaft hier im Landkreis zu vertreten. Das tun wir seit vielen Jahren, sind in allen möglichen Gremien aktiv und erheben dort halt immer die Stimme der Wirtschaft. Dieser Wirtschaftsempfang ist eine Möglichkeit, die Unternehmer zusammenzubringen mit der Politik, mit den Kommunalpolitikern, damit die in einem Austausch ihre Sorgen, ihre Nöte loswerden und die anderen von den Kommunalpolitikern auch mal die Sicht der Unternehmer sehen. Das ist der ganze Hintergrund von dieser Veranstaltung. Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor bei uns im Landkreis und die IHK, kann ich nur Respekt sagen, sehr gute Zusammenarbeit mit der Kreisentwicklungsgesellschaft, mit den Gremien, Bürgermeistern, Landratsamt und der Wirtschaftsempfang war gelungen, waren sehr viele Besucher, viele Bürgermeister waren anwesend, ja, und es geht auch um den Austausch. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, nicht nur zu sagen, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, sondern mit Vergnügen in die Arbeit. Und humorvolle Menschen sind viel leistungsfähiger, viel aktiver. In den Partnerschaftsbörsen gibt es viel mehr humorvolle Menschen bei den Suchbegriffen, als es wirklich gibt. Also Humor ist ein wunderschönes Ding und ich glaube, es muss in der Wirtschaft wieder diesen Platz bekommen, den er aus meiner Sicht verdient hat. Wir sind stolz auf unsere Betriebe, gerade auf unsere Ausbildungsbetriebe, denn die Zukunft liegt bei uns in den Auszubildenden. Es ist ganz wichtig, dass man sich um unsere Betriebe kümmert, nicht erst, wenn es zu spät ist. Ganz wichtig, der Kontakt, die Sorgen und Nöte unserer Betriebe. Es ist immer wichtig, dass man miteinander spricht. Wir wollen den Landkreis gemeinsam einen Schritt nach vorne bringen. Ja, das war jetzt die dritte Veranstaltung, das war bis jetzt mit Abstand die beste, meist besuchten sie. Ich habe gerade so ein bisschen die Resonanz rumgehört, die sind alle begeistert. Der Referent war klasse, muss man ganz klar sagen. Wir haben sehr kompakt gehalten, wir haben viel gelacht und das gehört eben zum Business auch dazu, dass man mal lacht und nicht immer alles so bierernst ist. Ja, für das nächste Jahr, vor allen Dingen für die nahe Zukunft, dass wir jetzt einfach gemeinsam mit den allen beteiligten Kommunen, mit der Kreisentwicklungsgesellschaft, diesen Landkreis mit all den Chancen, die wir haben, nach vorne bringen und weiterentwickeln.